Was genau macht man eigentlich als Einrichtungsberaterin? Schön, dass du fragst. In Porta Westfalica, NRW, sitzt Porta. Die Stadt heißt nicht wegen des Unternehmens so. Aber nette Anekdote, oder? Mhm. Tatsächlich gibt es von Porta 26 Einrichtungshäuser in Deutschland. Und genau dort arbeiten SpezialistInnen rund ums Einrichten. Oh. Stell dir vor, du bist an einem Ort, an dem nur du dich perfekt auskennst. Nehmen wir die Küchenlandschaft. Um dich herum verlorene Blicke, ahnungslose Gesten, Kopfschütteln, Verzweifeln, Flehen. KundInnen, die einfach nicht weiter wissen. Welcher Hängeschrank passt noch in die Küche? Eine eckige Spüle oder vielleicht doch lieber eine runde? Sie wissen es nicht. Aber du weißt es. Du gehst zu ihnen. Charmant, aufgeschlossen, unaufdringlich. Du zeigst ihnen Varianten. Eröffnest neue Horizonte. Räume, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Küchen, Kleinmöbel, Teppiche, Leuchten. Die Aktionsfläche. Du hast soeben Wohnträume erfüllt. Denn du wurdest genau hierfür ausgebildet. Die Ausbildung geht 3 Jahre und erfolgt dual. Du durchläufst alle Abteilungen des Möbelhauses. Im ersten Jahr lernst du die Kasse und kleinere Abteilungen kennen. Im zweiten wechselst du zwischen Arbeitsbereichen und kannst dann abschließend entscheiden, in welcher Abteilung du das dritte Jahr verbringen willst. Zusätzlich gibt es spezielle Trainings, die dir in andere Bereiche des Unternehmens Einblicke geben. Du arbeitest eigenständig, übernimmst viel Verantwortung. In diesem Beruf musst du gut kommunizieren können. Das Gegenüber einzuschätzen ist deine Geheimwaffe. Mit Smalltalk-Skills lockst du jeden aus der Reserve. Du kannst nicht nur über das Wetter reden. Nein, du kennst dich mit allen möglichen Themen gut aus. Themen, über die man sich besonders gerne unterhält. Goethe, Photosynthese, Weißbüscheläffchen, die Zahnpasta von James Bond. Kleiner Scherz, aber das wusstest du bereits. Dir macht niemand was vor. Wenn du jetzt noch gut in Deutsch bist und ein Händchen für Mathe hast, bist du mehr als bereit für die Verkaufsflächen. Sie sind dein Spezialgebiet. 154 Fußballfelder weit. Denn du bist jetzt Beraterin. Einrichtungsberaterin.